Moin, du Grand Rouge hier. Wieder geht's. Battle Chaser Night War. Jetzt mal den zweiten Licht geplättet. Bevor wir jetzt in der Mitte weitermachen, gehen wir hier vorne nochmal lang. Aber hier geht's gar nicht weiter hier unten. Okay. Jetzt haben wir hier die Schilder down gemacht von dem Typen da in der Mitte. Ja, da ist er. Wir gehen jetzt nochmal hier in die Seiten rein. Gucken, ob wir hier noch ein bisschen was finden. Den heben wir uns mal auf, wenn wir wieder rauskommen. Andere Seite. Ist das die Sicht der Invasoren? Würde ja irgendwie Sinn machen. Verspotten. Heilung for free. Sputz. Ach, dammit, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt hat er ja den Fluch. Das war doof. Stehen. So rennt er denn weg? Ist doch das Gift natürlich. So. Ich gleich mal wieder gegenheilen. Geblockt. So. Hier machen wir unseren Schwächen ausnutzen. Zack. Läutern wir einmal. Na, da, wenn der zuhaut, ey. Da wächst kein Gras mehr. Ach, die blöde Spinne. Oh, ich Idiot. Oh, Kopf woanders. Hättest du wohl so gern gehabt, wa? Hier, hier.
Hau rein hier. Und putz. Schade. Der ist ja fast tot. Und tschüss. Bye bye. Ah, sehr schön, dann war die Flüche schon mal zumindest von der vom Schurken runter. Hab ich den hier mitgenommen? Ja. So. Das Lebensding heben wir uns auf. Ja. Leider nur sehr schlechte Rüstung. Halt nur Stufe 17 Sachen. Der hier mal so 4 Stück von den Sachen her. Wenn wir dann hier raus sind, werden wir dann beim Schmied mal vorbeischauen. Der müsste doch da bestimmt wieder besseres Gear haben. Schaden. Schwächen ausnutzen. Bauchtreffer, damit es Bonus-Damage gibt. Zack. Und raus mit dir. Ah, ist schon eine schöne Kombo, die ich hier spiele. Mir gefällt die echt gut. Heil anzünden macht, ja. Ah, mehr Damage. Okay. Boah, dann gehen wir hier mal. Dann heil ich mal hoch. Kriegen wir auch die ganzen Stacks wieder runter langsam. Und ein bisschen Kohle gibt's auch noch.
Kein Mimic. Gucken gleich mal in die Rüstung, die wir gekriegt haben. Ich fürchte, die Belagerung wird nicht gut ausgehen für dich. Steigert den Ausdauer und die Angriffsstärke. Dafür weniger physische Verteidigung und magische Verteidigung. No, wenn wir die jetzt noch verzaubern können mit eindrucksvoller Streich, dann haben wir die. Scheiße, ist hier eine Fallen. Autsch. Autsch. Das Parcours hier, Alter. Oh, da gibt es aber auch eine Menge Loot hier hinten. Okay, hier gibt es nichts Besonderes. Na komm, schieß. Dann gehen wir wieder zurück. Dann holen wir jetzt den Endboss. Dann wollten wir mal. Gucken wir mal. So, dann einmal Full Life. Dann. Ich hab doch extra. Hier. Crit Chance. Noch ein bisschen Crit Buffhut. Noch Zettel. Ah, okay. Das sind die zauberen Sachen für Nolan zum Level-Uppen seiner Superkraft. Krass, oder? Ihr habt meine Untergebenen getötet, doch Bagus wird dennoch auferstehen. Bagus wird Feuer in die Welt tragen. Ich hoffe, ihr habt einen Plan für das hier. Wir haben nie einen Plan. Erbärmlicher Lich, warum verkümmert mein Körper?
Das Ritual. Diese Sterblichen haben es unterbrochen. Destra wird. Destra ist unbedeutend. Ich werde die Welt zu Asche verbrennen. Und mit euch beginnen. Komm doch. Gut, den Lich hat er schon mal getötet für uns. Alter, 10.720 Lebenspunkte. Okay, immun gegen Betäubung. Dieser Charakter ist immun gegen Betäubungen. Okay, dann fangen wir mal an. So. Spotten. Chimärenstaffel. Crit. So, dann machen wir Gears Faust. Und eine Verteidigung, falls du Single-Target angreifen musst. Schummler! Was war das denn? Oh, hoffentlich hält er so lange durch, ja. Alter, der Tempo-Cheater.
Oh boy. Ja, ich muss den wieder weg one-shotten, wenn ich es kann. Und täumen die erstmal eine Runde. So. Kriegt der an den Dings? Du kriegst. Nein. Schwächen ausnutzen. Falls doch durchkommt. Nein. Beschützer nicht. So, Full Life bitte einmal. Zack. So, hier können wir jetzt schön aufbauen. Oh, dann gibt's ja noch einen Crit-Boni. Zack. What? Oh, jetzt kommt der Hampelmann wieder. Lauffeuer. What? Bam, Junge! Ich sag ja, die Bosse sind die das Problem. Immer der Weg dahin das Problem. Ah, krass XP, Alter. Okay. Wir haben aber auch Buffut und Dings gehabt. Ah, offenbar haben wir Glück. Dass wir noch leben, meinst du? Diese Linse, die der Licht besaß. Das ist eine Linse des Übergangs. Das Portal, durch das Bargus gekommen ist, stellt es euch wie eine Tür vor. Diese Linse ist der Schlüssel. Was nützt uns das noch? Das Portal ist zerstört. Dieses hier, ja. Aber es gibt noch eins im Norden. Es gab keinen Weg hindurch. Bis jetzt. Warte mal. Du willst durch ein Portal dahin gehen, woher dieses Ding gekommen ist? Hast du eine Ahnung, was uns auf der anderen Seite erwartet? Nein. Natürlich nicht. Easy. Nice. Benutze diese, um die Iris im Norden zu passieren. Ja, das haben wir schon gesehen. Na Mensch. Dann machen wir hier doch Schluss für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ich mich riesig über ein Abo und ein Like und einen Kommentar freuen. Aber denkt dran, wer das mit den Bienchen und den Blümchen will, muss freundlich sein. Wenn ihr mir mal live zuschauen wollt, könnt ihr mal bei Twitch vorbeischauen. Link in der Infobox. Ich stream von Mittwoch bis Sonntag von 14.15 bis 23.24 Uhr. Immer das, worauf ich so gerade Lust und Laune habe. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.